Hallo liebe Geisterjägerfreunde und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Phasmophobia mit den professionellen Geisterjägern Michelle und Dani. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Und mir macht das immer noch Angst, wie groß und einschüchternd du bist mit deinem Charakter. Das, oh Gott. Oh Gott. Dieser Adamsapfel, das, ja. Nein, das, okay, Michelle, bitte lies einfach vor, was wir machen müssen. Also, wir sind, um es einmal aufzuklären, wir sind im Prison dieses Mal. Ach, schön. Wir müssen die Art des Geistes herausfinden, ein Foto von ihm machen, einer Jagd entkommen und einen Geisteszustandswert von unter 25 erreichen. Das kriegen wir gut und schnell hin. Also verrückt werden. Genau. Und er antwortet auf Gruppen sowie auch auf Leute, die alleine sind. Das heißt, ich werde gleich wieder... Wir werden jeden guten Horrorfilm trennen. Ich wollte gerade sagen, ich werde gleich wieder Geräusche hören und euch dann wieder sagen, da ist Wasser an. Und ihr werdet sagen, nein, da ist kein Wasser an. Und am Ende, oh, da war ja Wasser an. Naja. Das lohnt du dir ein. Hm. Ich sehe jetzt schon kommen. Okay, dann trennen wir uns. Ich gehe nach links. Ich gehe geradeaus. Dann gehe ich nach oben. Was? Es gibt hier eine zweite Etage? Ja. Okay. Und am hat jemand geguckt, wo das Licht ist? Ach, wir brauchen noch Sanity. Guter Start. Licht ist was für Amateure. Wir sind doch Profi-Geisterjäger. Profis! Ach je, ja, unsere Sanity muss ja hier unter 25 sein. Ja, das wird ruckzuck passieren. Und um noch mehr Feeling aufzubauen, laufe ich gerade nur mit der Kamera durch die Gegend. Ich habe Geräusche gehört. Das war ich. Okay. Schön. Mach mir doch noch ein bisschen mehr Panik, als ich eh schon hab. Kein Problem. Okay, warte. Was? Okay. Ich habe jetzt gerade nichts gehört. Ich weiß nicht, ob du was gemacht hast. Ich lag die Tür die ganze Zeit zu. Ach Gott. Hallo Zellenblock. Ich bin in der Cafeteria, mal beim Essen, Leute, wenn ihr mich braucht. Möchtest du dir das wirklich antun, Gefängnisnahrung? Ja, wenigstens etwas zu essen, ne? Oh, ja gut. Wenn man es so sieht, das ist eine Frage der Einstellung. Nicht nur der Einstellung. Ich habe hier irgendwie sehr böse Flashbacks an unseren letzten Besuch hier. Weiß nicht. Oh, hier hat es schon mal 6 Grad. Ah, oh, okay. 5 Grad. Das finde ich schon mal gut. Das heißt, ich bin weit weg vom... Oder direkt da drunter. Wow. Mir ist noch nie aufgefallen, dass hier so ein Kontrollraum ist. Kann man hier irgendwas machen? Du kannst da Licht einschalten. Im Kontrollraum? Gesundheit. War das ein Gesundheit? Ich habe keine Ahnung. Das war der Geist. Ich hab geatmet. Ach so. Ach, Gesundheit, du hast geatmet. Nicht, dass du noch krank wirst. Ich hab die ganze Zeit geatmet. Okay. Oh Gott. Ich hab den Lichtschalter da nicht gefunden, also keine Ahnung, was du damit meintest. Ich hab ihn auch nicht gefunden. Okay. Ja, vielleicht ist hier oben. Also wir müssen in die zweite Etage, vermutest du? Also Licht habe ich jetzt gefunden, aber ich bin mir nicht sicher, ob der hier ist. Es kann auch allgemein kalt sein. Hm. Ich habe Handschellen gefunden. Können wir was damit anfangen? Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, Michelle. Wieso nicht? Na, das, nein. Leider nein, leider gar nicht. Warum ist denn hier die Tür offen? Weil ich da schon war. Okay. Das können wir den Zuschauern jetzt nicht näher erläutern, sagen wir es mal so. So. Ich orientiere mich jetzt gerade einfach an euch übrigens, ne? Ich laufe gerade, glaube ich, ja, das ist Michelle. Hilfe! Du hast... Ich werde verfolgt. Mhm. Du wolltest, dass ich dir ein Zeichen gebe. Ach so. Ja, jetzt habe ich aber was gehört. Was? Seife? Ja, das ist Seife, tatsächlich. Seife. Wer kennt das nicht?
Mir fallen da ein paar Leute ein. Tatsächlich fallen mir da gerade ein paar Leute ein. Es soll nicht was für jedermann sein, ne? Also. Warst du schon im Zellenblock A? B. Wir sind im B. Dann war ich in A, glaube ich, wenn die durchnummeriert sind. Ja, die sind durchnummeriert. Oh, ich habe eine Zelle gehört. Das war ich. Ah. Ich bin hier gerade welche am Öffnen. Okay. Warum bin ich? Das wäre echt so gut, wenn man hier den Spiegel finden würde. Oh ja. Oh ja, das wäre nice. Der müsste ja theoretisch dann in irgendeinem Verwaltungsteil sein, ne? Ich meine hier, obwohl, in den Zellen könnte der natürlich auch hängen, ne? Ich habe das tatsächlich hier noch nie gefunden. Okay, hier oben ist eine Tür geöffnet. Ich weiß aber nicht, ob die nicht sogar immer offen ist. Ich bin schon mal weitergegangen, Marc. Viel Glück. Danke. Ich freue mich immer, dass du mich immer so unterstützt hier. Ja. Ich bin selber fasziniert davon. Also ich bin nicht so mutig wie die Dani, die da irgendwo alleine durchs Prison läuft. Bin hier völlig höhere Dinge. Aber hier einen Spiegel zu finden, ist auch so ein bisschen fragwürdig. In keiner Zelle ist ein Spiegel. Gibt's hier Badezimmer? Ah ja, hier gab's Badezimmer. Ja. Doch. Es gibt Badezimmer. Never mind. Also unten ist zu warm. Ich geh jetzt mal wieder nach oben. B-Block. Bist du das, Marc? Was denn? Im A-Block? Nee, ich komme jetzt vom B-Block gerade Richtung A-Block. Weil hier ist die ganze Zeit eine Tür auf am Gehen und wieder zu am Knallen von den Zellen. Das bin ich definitiv nicht. Komm mal gerade in deine Richtung. War hier gerade. Irgendeine ist die ganze Zeit auf und zu geknallt worden. So dreimal hintereinander. Wir kommen mal in deine Richtung. Schon wieder? Nee, die ist unten. Oh ja, hier ist kalt. Eine unten, nicht oben. Eine nah am Eingang, wo du bist, Dani. Mhm, ich guck mal mit dem EMF. Hier, bei mir. Oh. Wie war das zumindest hier? Gut, dass ich hier vorhin mutig alleine langgegangen bin. Ich habe gerade den Gefrieratem gesehen, aber ja. Okay. Minus. Okay, ich sehe aber keine Fingerabdrücke. Pack mal eine Kamera hier auf den Tisch. Ich habe hier noch eine Tür gehört, glaube ich. Ich nicht. Okay, Zelle. Oh, guck mal hier rein. Hier liegt ein Kaffeebecher auf dem Boden. Oh, hier war ich vorhin auch drin. Oh ja, ich höre ihn laufen. Also ein Wächter. Ach, hier schaltet man das Licht ein. Ja. Ah. Hier drin ist auch Eisatem, ne? In dem Raum. Ist zu viel Licht. Kann man noch keinen Orb sehen. Was habt ihr für Gegenstände dabei? Noch das Kamera. EMF und eine Kamera habe ich schon abgestellt. Nee, ich habe nur noch das EMF. Okay, dann hole ich mal ein Buch und eine Gassebox. Ich in den Kontrollraum stehen. Geh auch Dinge aus dem Van holen. Ich auch. Aber nur, weil ich alles abgegeben habe. Ah, okay. Geist. Warum nicht? Weil nein. Ich konnte die Tür nicht schließen. Ich wollte dich anbieten als Besänftigung für den Geist. Juhu, wahrscheinlich. Der hätte dich sowieso zurückgegeben. Ach, weil du seelenlos bist. Du besitzt gar keine mehr. Oh ne, die können wir gar nicht lang. Toll. Ein zweiter. Da hätten wir aber telefonieren können, Hilfe rufen können. Profis. Das hätte uns, glaube ich, auch nichts genützt. Die Leute von Ghost Exorcism Inc. sollen gut sein. Ghostbusters.
Was? Was? Was soll das? Habt ihr das gesehen, Leute? Live auf Kamera. Das war der Geist. Ja. Er hatte von dir Besitz ergriffen, möchtest du das sagen? Ja. Okay. Definitiv. Alles klar. Was denn sonst? Was macht denn unsere Sanity? Die ist immer ernsthaft. Wir rennen hier eine gefühlte Ewigkeit durchs Dunkel. Mein Dots mit. Was brauchen wir noch? Ich habe Buch und Geisterbox. Ist ja aber keine Orbs. Dann nehme ich ein Fotoapparat mit. Okidoki. Die Dots beide dabei. Ich weiß nicht, was ich noch mitnehmen soll. Was haben wir denn für Aufgaben? Das ist wieder vergessen. Entkommen Sie einer Jagd, machen Sie ein Foto und Sanity unter 25. Ich nehme ein Fotoapparat mit. Und einen Bewegungsmelder habe ich noch dabei. Mhm. Und ich bin wieder am Eingang vorbeigelaufen. Ah, ich war noch nicht so oft im Gefängnis. Ich kenne mich da nicht aus. Michelle, ne? Hm? Ja, genau du. Ach so. Okay. Mhm. Oh, das ist immer Schiss vor so großen Karten. Oh mein Gott, was war das denn? Hast du wieder Wasser? Nein, es hat irgendwas bestialisch gequietscht. Wie so ein altes Heizungsrohr oder so. Hast du wieder Wasser? Ich fühle mich gemobbt. Es war da. Das können wir nicht leugnen. Es war da. Ihr habt das nur am Anfang nicht gehört. Bist du hier? Wie alt bist du? Geister wollen einfach nie mit mir reden. Hier, Marc, mach du mal. Wo hast du das hingeworfen? Da. Hallo, lieber Geist. Herzlich willkommen in der Aufnahme. Möchtest du uns vielleicht mal ein kleines Zeichen geben? Ein Zeichen deiner Anerkennung dafür, dass wir dich einfach nur wissen wollen, was du bist. Und dann gehen wir auch wieder. Also du brauchst niemanden von uns töten oder hier behalten. Wir wollen nur wissen, was du bist. Dann ist alles gut. Und ja, lieber Geist, kannst du mir vielleicht sagen, wie alt du bist? Vielleicht, wie du gestorben bist? Kann er eine Tür anfassen? Kannst du vielleicht eine Tür anfassen oder das Licht ausschalten? Oder eine Tür öffnen? Can you open a door? Er ist mit mir im Raum, der Bewegungsmelder ist gerade angegangen. Schüchtern, ne? Er hat ins Buch geschrieben. Wie hast du das gemacht? Was? Die Tür war zu? Du hast auf der... Habe ich mir das jetzt eingebildet? Du bist durch die Tür gegangen? Oh Gott. Ja, hinter dir. Nicht schon wieder! Oh mein Gott, sah die gruselig aus. Das war doch nur die eine Tussi. Ah, ja, aber da in diesem Todesraum. Also, ist hier also Fingerabdrücke, EMF oder Geisterorbs. Oh. Ich glaube aber Orbs ist nicht. Also entweder Shade oder... Oh, Jesus. Run. Da sehe ich sie, okay. Sieht ein bisschen aus wie die Nurse. Okay, sie läuft in den anderen... Nee, sie läuft nach vorne. Sie läuft jetzt nach vorne. Die jagt aber lange. Ist in der Mitte im Raum. Oh Gott. Läuft zum Sicherheitsscanner und hat aufgehört, glaube ich. Oh, wie schnell ist sie bitte? Die hat zugenommen, als sie euch gesehen hat. Oder als sie dich gerade gesehen hat. Mhm. Was haben wir denn jetzt eigentlich bisher? Ich kann mich reinlegen, aber ich weiß nicht, ob das noch was nützt. Weil wir haben doch jetzt nur Gefriertemperaturen aktuell. Ach ne, und Geisterbuch, ne? Ja, und Geisterbuch. Ja. Nur mal zwei. Ach, wir haben kein Foto von der hingekriegt?
Echt nicht? Ich habe sie auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe nur in die Richtung. Ich habe sie fotografiert, aber hat nicht gezählt. Hm. Ja gut, die Sanity haben wir aber auch geschafft. ja, ich bin wieder sehr tot. Liebe Freunde. Ich möchte das hier gerade nochmal festhalten. Michelle hat mich wieder eindeutig geopfert. Eindeutig auch noch. Du hättest mich ja mitziehen können. Du hättest sagen können, nein, geh nicht ins Licht. Stattdessen hast du noch nach mir getreten. Du hast gesagt, nimm ihn. Ah. Ich könnte das gar nicht übers Herz bringen bei dir. Aber du bist einfach ein seelenloses Monster. Ich kann das immer nur wiederholen. Ah. Also EMF, Fingerabdrücke, Geisterorb. Geisterorb ist eigentlich nicht zu sehen, ne? Auf keinen Fall. Mhm. Fingerabdrücke war eigentlich auch nicht zu sehen. Kann dann nur noch mal... Das wäre nur INF wirklich. Ich kann euch auch gerade nicht wirklich helfen, glaube ich. Bitte nicht in deine Tabletten. Warte. Bitte nimm deine Tabletten. Ich nehme noch... Wo sind denn Tabletten? Ich habe sie nach dir geschmissen. Ach so. Sehr gut. Nimm sie! Hallo, totes Ich. Also, ich nehme mal hier noch Fingerabdrücke und... Was ich vielleicht noch versuchen würde, also er geht immer wieder durch den Bewegungsmelder in diesen Sicherheitsraum. Ich weiß nicht, steht da eine Kamera drin? Ja, steht drin. Okay. Deswegen gucken wir. Ich wollte gerade sagen, dann... Wo steht denn die? Fingerabdrücke habe ich aber auch nicht an der Tür gesehen. Ich habe von innen und von außen nochmal nachgeguckt, ach da, was der ins Buch geschrieben hat. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es ein Dämon ist, weil Shade die jagt eigentlich nicht, wenn da mehrere Leute sind. Eigentlich. Na, und da war ja überhaupt keine Hemmungen. Mhm. Ein lebloser Körper liegt dort. Ich glaube, meine Schulter ist ausgekugelt. Naja. Ach, die hat die Tür hier wieder zugemacht. Ich glaube, die ist da drin. Aber da ist. An der Türe selber ist nix. Das kann. Gerade wieder an der Tür? Nee, das war ich gerade. Achso. Ist nur auf uns gemacht. Gib uns ein Zeichen. Etwas. War das authentisch? Hast du davon jetzt echt ein Foto gemacht? Nein, von dem Buch. Ich dachte jetzt gerade schon. Das war jetzt mehr als auffällig, dass ich das war. Nein. Oh, entsagt so. Ich dachte jetzt gerade wirklich, das hat sie jetzt nicht getan, oder? Aber was ist denn da reingemalt? Das habe ich ja noch. Ach, das wieder mit dem Wegrennen. Hatten wir nicht einen Revenant? Revenant kann es noch sein, ja. Nein. Nee? Oder? Also ich habe jetzt Dämon, Revenant und Shade aktuell. Ja. Aber wir haben ja keine Geister-Orbs. Aber Geisterbuch und Gefriertemperaturen. Ach so, ja, meinst du? Geister-Orbs haben wir nicht. Ich habe es weggestrichen. Stimmt. Dann wäre es nur Dämon und Shade. Das könnte nur ein Shade sein. Shade, Nachricht von Sam. Ja. 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 Wäre ja jetzt rein theoretisch nur noch EMF wirklich bei Orbs. Oh, komm mal her. Fingerabdrücke sind nicht da. Marc, hast du da gerade wieder was geworfen? Ich habe was hier reingeworfen, ja. Ah. Aber, Moment, nein. Das EMF schlägt hier auf dem Tisch? Nee. Was ist das? Hier irgendwo. Dreier EMF. Ich hab das. Nee, das ist nicht das auf dem Tisch. Liegt hier hinten in der Zelle noch eins? Nee, ich habe hier eins in der Hand. Ah, okay. Die war hier an den Computern. Gib uns ein Zeichen.
Wie heißt denn die? Der. Kassier? Hat eine Tür geöffnet, aber das war. Oh. Ein Zweier. Ja, also. Ja. Soll ich mal gucken gehen, wie sie heißt? Ich meine Gassier. Garcia hieß der gute Mann in unserer letzten Folge. Das steht im Überblick in dem Buch drin. Maria? Naja, Maria Brown. Maria, gib uns ein Zeichen. Tu etwas. Du bist langweilig. Töte Michelle! Was? Das hat er nicht gesagt. Das war ich nicht, das war der Geist. Was? Ich soll Michelle töten? Ja, dann töte ich Michelle. Ich arbeite jetzt mit dem Geist. Wenn du mich schon opferst, dann muss ich mich wenigstens mit den Leuten verbünden, die noch was ausrichten können. Ich nicht mehr. Werd jetzt zum gemeinen Toilettengeist. Verscheucht. Ja, der ist irgendwie gefühlt nicht mehr da. Ja, vielleicht habe ich ihn auch absorbiert und bin jetzt selber der böse Geist. Oh, das wäre aber noch ein cooles Feature, wenn ich euch jetzt jagen könnte. Findet ihr nicht? Ghost, Nachricht an Sam, zeig dich. Show yourself. Hand. Jagd. Ah. Mach. Tu. Maria Braun. Oh Gott. Maria Braun. Braun. Die Sanity ist, denke ich, wieder zu hoch gerade. Das könnte sein. Ich höre sie laufen. Hello, girl. Howdy. Aber die tut ja nichts. Ich schmiede gerade mit dir Pläne. Give us a sign. Gib uns ein Zeichen. Ja, Tür. Ich weiß aber nicht welche. War eine Zellentür auf jeden Fall. Auch nur zwei. Die ist ja zwischen den dreien hier die ganze Zeit, ne? Vielleicht ist da hinten ja noch Orbs drin oder so. Ja, Tudi, guck mal, wir legen jetzt mal einfach die Kamera auf den Tisch in dem Raum hier. Hier wo? Dann mal. Na, warte, ich. Ups. Wo sind wir jetzt hin? Da. Don't you worry, don't you worry, child. Da, 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 da. Ja, auch alle nur Zahnpasta, ne? Nix Wertvolles. Michelle, das ist ein Gefängnis. Ja und? Manche bauen sich hier auch Waffen. Oh Gott. Da war schon wieder einer an der Tür. Ich weiß nicht. Der ist eins weitergegangen. Der wandert immer eins weiter. Der macht es uns ein bisschen schwer, ne? Er haut ab. Er wandert immer eins weiter, wenn man nicht hinguckt. Vielleicht hat er Angst. Sneaky Geist. Adios, amigos. Jo, das wird schwierig. Das kann nicht wohl. Verdammt schnell. Ja. Nope, das wird nix. Also rein theoretisch wegen dem so schnellen Gehen, ne? Revenant. Ist die so wie ein Revenant. Es ist auch mein Gedanke, weil der hat gerade so Gas gegeben bei der zweiten Jagd, als der einen gesehen hat. Und EMF geht halt einfach nicht höher. Die Situation kommt mir bekannt vor.
Haben wir das letztes Mal auf dem Prison geschafft? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Übrigens, hier meine Memoiren. Bitte überreich sie meinen Angehörigen. Da steht alles Wichtige drin, was mein Leben ausgemacht hat. Was ich für... Was du für? Sie hat es einfach aus dem Van geworfen. Er hat es aufgenommen und aus dem Van geworfen. Geist, ich komme zu dir. Du bist der Einzige, der mich noch zu wertschätzen weiß. Oh nein, Michelle ist ja jetzt auch mit mir hier gefangen. Das habe ich nicht bedacht. einfach fahren? Ja, ich hätte es jetzt gerade fast gesagt, weil... Ist jetzt wieder gerade so... Dann tippt einfach jeder irgendwas anderes. Wir haben ja drei Geister gehabt. Mit den Beweisen, die wir hatten. Ich nehme mal den Revenant. Shade, Damon. Der Revenant. Also ich sag Shade, weil ich habe überall geguckt, ich habe keine Orbs gesehen. Ja. Also. Ich glaube, ich tippe aber auch auf Revenant. Bei EMF, da hat sie jetzt so oft die Möglichkeit, mit dem EMF hochzugehen. Und Finger aber auf EMF ist manchmal auch schwierig. Aber ist er wirklich so schnell gewesen? Ja, der ist, sobald er einen gesehen hat, also auch bei mir, ist er wirklich schnell geworden. Er war instant hinter einem. Er hat wirklich Gas gegeben. Also das wäre wirklich meine Vermutung, dass es einer ist. Weil du hörst es manchmal an den, beim Laufen, dass er einfach so schnell Schritte hat. Ja, dann gebe ich auch Revenant an. Ich vertraue euch. Ob das so eine gute Idee ist? Den Toten vertrauen, ich wollte gerade sagen. Obwohl, man sagt ja, Tote lügen nicht. Also dann schließe ich ab. Okay. Time to say goodbye. Der Geist schlägt uns zu Brei. Nein. Ja, das hast du davon, dass du uns vertraut hast. Sehr gut. So schnell kann es gehen. Ja, $20. Geil. Gut, dass wir da so einen wohlhabenden Spender immer für die Ausrüstung haben. Der auch überlebt. Ich wollte es gerade nicht so sagen. Aber hey, fast Level 222. Das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Ja, wenn ich mir dann so andere Level hier angucke bei uns in der Runde. Ja, aber ich glaube, auch wenn die Jagd nicht so erfolgreich war, aber einer ist entkommen mit einem falschen Ergebnis, weil man auf uns gehört hat. Die Profis vom Dienst. Würde ich trotzdem sagen, damit können wir die heutige Folge beenden, oder? Was meint ihr? Yes, yes. Eine solide halbe Stunde jetzt im Gefängnis verbracht. Länger, als ich in der Realität je in einem Gefängnis verbracht habe. Und mir hat es gereicht. Mir hat es persönlich wieder gereicht. Ja, eigentlich schon. Es sei denn, du spielst auf diesen einen Vorfall an, wo du mich betäubt hast und ich tagelang nicht, keine Ahnung mehr habe, was passiert ist. Was? Ich niemals. Mhm. Ich war das nicht. Du hast da irgendwas... Okay. Jetzt mache ich mir Sorgen. Gut, ich habe Person XY nicht gesehen. Ich habe nur die Stimme gehört, wie sie zu mir sagte, riecht dieser Lappen für dich nach Chloroform. Und dann ist nichts mehr, ist schwarz. Also, und dann bin ich bei den Geisterjägern aufgewacht. Habt ihr die Story auch mal, wie das eigentlich kam? Ja gut, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden. Und sage... Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten schaurigen Geisterjäger-Folge von Phasmophobia wieder. Und ich hoffe, die Mädels werden mich dabei wieder unterstützen. Ja, mach. Klar. Sehr schön. Leute, wenn ihr Bock habt, hören wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dahin, ciao.